Ich freue mich persönlich ganz besonders, dass dieser mutige Mensch heute hier in Darmstadt ist, zur besten Sendezeit in einem europäischen Livestream. Unser Schutzmann Michael Fritsch aus Hannover. Denn in der Geschichte der Menschheit gab es noch nie diese geradezu groteske Situation, dass uns eingetrichtert wird, jeder soll Angst vor dem anderen haben, anstatt ihn freundlich anzulächeln. Meinungsfreiheit bedeutet, das sagen zu können, was andere oder manche andere nicht hören wollen. Nun habe ich vor einigen Tagen in den Zeitungen gelesen, dass ein Polizist in Niedersachsen vorläufig vom Dienst suspendiert wurde. Was wird ihm vorgeworfen? Ihm wird vorgeworfen, dass er als Privatmann seine Meinung geäußert hat. Und jetzt fragen Sie sich bitte mal selbst, worin liegt denn das derzeitige Problem überhaupt? Darin, dass ein Beamter außerhalb des Dienstes eine Meinung äußert, oder darin, dass die Äußerung einer Meinung durch die öffentliche Hand sanktioniert wird? Meine Meinung ist eindeutig. Ich stehe auf der Seite der Meinungsfreiheit. Die Meinungsfreiheit ist das elementare Grundrecht. Die Äußerung auch einer politischen Meinung ohne staatliche Bevormundung und ohne Befürchtung staatlicher Sanktionen, Sie wissen, was kommt, ist alternativlos. Die Meinungsfreiheit dient aber nicht nur demokratischen Zwecken, sondern sie sichert kommunikative Entfaltung in allen Lebensbereichen, die auf Interaktion angewiesen sind. Und wenn die Meinungsfreiheit im Rahmen einer Demonstration in Anspruch genommen wird, kommt ein weiteres Grundrecht, das Grundrecht der Versammlungsfreiheit, hinzu. Ich sehe es als unzulässigen Eingriff in die Meinungsfreiheit, dass ich suspendiert worden bin, weil ich als Privatmann von meinem Recht auf Meinungsfreiheit Gebrauch gemacht habe. Ich habe in Dortmund nichts weiter getan, als die aus meiner Sicht angeschlagene grundgesetzliche Ordnung, die Versammlungsfreiheit, die gesundheitliche Selbstbestimmung und die Meinungsfreiheit zu verteidigen. Ich finde es schlichtweg unfassbar, dass die öffentliche Hand so tut, als wäre jeder für jeden gefährlich. Ich finde es auch unfassbar, dass von Anfang an alles auf eine Impfpflicht hinausläuft, noch dazu mit Impfstoffen, die noch nie am Menschen erprobt worden sind und zu denen Langzeiterkenntnisse eben erst in 10 Jahren vorliegen werden. Warum, muss sich doch jeder fragen, hebt der Bundestag nicht die Feststellung einer epidemischen Lage auf? Warum knüpfen unsere Politiker das Ende der Notlage an einen Impfstoff für die gesamte Bevölkerung, anstatt die Ressourcen und Anstrengungen auf diejenigen zu konzentrieren, die tatsächlich einen schweren Krankheitsverlauf haben? Warum müssen Kinder und Jugendliche mit Masken herumlaufen und ihre Gesichter und ihr Lächeln voreinander verbergen, obwohl Kinder und Jugendliche, selbst die, die positiv getestet wurden, nicht einmal einen Schnupfen bekommen? Unsere Politiker und die Leitmedien schreien seit Jahrzehnten laut auf, sobald in anderen Ländern Kritiker des Regimes mundtot gemacht werden. Was aber passiert hier in Deutschland, wenn ein Polizeibeamter als Privatperson das Versammlungsrecht und die Meinungsfreiheit hochhängt und Kritik äußert? Fällt Ihnen etwas auf? Anstatt in den Dialog über die Kritik zu treten und zu begrüßen, dass sich die Menschen versammeln, um für ihre Grundrechte zu kämpfen und für die Meinungsfreiheit, wird der Polizeibeamte suspendiert, weil er als Privatperson Kritik an der Obrigkeit geäußert hat. Zweifellos habe ich in meiner Rede in Dortmund polarisiert und zweifellos habe ich angedeutet, dass aus meiner Sicht hinter dem derzeitigen Wahnsinn viel mehr als nur Zufall steht. Oft höre ich von Politikern, Medien und auch von Polizisten, für diejenigen, die sich seit März aufgetretenen Beschränkungen hinterfragen, bewusst die abwertende Bezeichnung Corona-Leugner. Um diejenigen in Anlehnung an den strafbaren Holocaust-Leugner zu diskreditieren. Wie kann es so weit kommen? Ist diese diskreditierende Bezeichnung, ganz besonders dann, wenn sie von einem zur Neutralität verpflichteten Polizisten verwendet wird, überhaupt von der Meinungsfreiheit gedeckt? Oder wird der kritisch-demokratische Bürger hier nicht zumindest beleidigt? Nun, wir werden sehen, was auf mich zurollt. Ich bin anscheinend innerhalb von 20 Minuten eine Person der Zeitgeschichte geworden. Mein Fall wird sicherlich weiterhin öffentlich ausgetragen werden, obwohl ich es sehr begrüßen würde, wenn mein Polizeipräsident mir die Gelegenheit zu einem offenen Gespräch geben würde. Bill Gates trifft sich 2018 mit Jens Spahn. Es gibt dazu entzückende, fröhliche Videos auf Facebook und man huldigt gemeinsam der wunderbaren Wirkung von Impfungen.
Und als Krönung bekommt Bill Gates fast 10 Minuten in dem von uns finanzierten öffentlich-rechtlichen Tagesthemen, um ganz Deutschland zu erklären, dass eine Rückkehr zur Normalität nur für Geimpfte möglich sein wird. Das ist ein winziger Ausschnitt aus den Fakten, die bisher leider von den Behörden und von den Gerichten ignoriert werden. Warum können sich nur wenige Bürger vorstellen, dass mit dem gigantischen Budget der Milliardäre die globale Agenda im Zusammenhang mit Corona bestimmt werden kann? Ich appelliere auch an die Politiker. Wie kann es sein, dass an der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite über den April hinausgehen bis heute festgehalten wird? Wer das von der FDP in Auftrag gegebene Gutachten aufmerksam liest, weiß ganz genau, dass wir keine epidemische Lage von nationaler Tragweite haben. Und ich stelle mir immer wieder die Frage, gefällt den Politikern und ihren Familien und ihren Freunden eigentlich diese neue Normalität, bei dem jeder Mensch Angst vor jedem anderen Menschen haben soll, obwohl eine Überlastung des Gesundheitssystems denkbar fernliegt? Ich möchte auch allen Beamten und Mitarbeitern im öffentlichen Dienst einen Appell senden, dass sie ihre Corona-Maßnahmen hinterfragen. Wir wissen doch alle, dass Kinder und Jugendliche und auch alle übrigen mit einem kräftigen Immunsystem keine nennenswerten Befürchtungen haben müssen. Warum aber wird das Kinderlachen jetzt hinter einer Maske versteckt? Die Kinder sind nicht krank und Kinder brauchen noch viel mehr als wir Erwachsene den Blick auf die Mimik der anderen, um nicht traumatisiert zu werden. Ich bin, wie Sie alle wissen, suspendiert. Der Polizeipräsident von Hannover selbst verkündet es in den Medien. Die Äußerung meiner Meinung als Privatperson wird also von meinem Dienstherrn als sehr schweres Dienstvergehen angesehen, welches nach Beurteilung der Sachlage voraussichtlich das Beamtenverhältnis beenden wird. Ich stehe offen gestanden vor einem Rätsel. Und es geht wohl den meisten von Ihnen genauso, die sich live oder im Netz meine Rede angesehen haben. Ich war doch gar nicht im Dienst. Wie kann ich als Dienstvergehen bewertet werden, dass ich mit dem Ziel, eine streitbare Demokratie zu stärken, meine persönliche Meinung als Privatmann äußere? Mich beschämt es fast zu sagen, dass ich innerlich damit gerechnet habe, wegen der Inanspruchnahme der Meinungsfreiheit als Privatperson dienstrechtlich sanktioniert zu werden. Auch wenn ich selbstverständlich nichts gesagt habe und derartiges auch niemals denke, was der demokratischen Grundordnung widersprechen könnte. Ich stehe nun einmal zu 100% hinter den Grundrechten aus der Charta und dem Grundgesetz, bin aber mit vielen staatlichen Maßnahmen in den letzten Monaten nicht einverstanden. Und ich sage es noch einmal, ich bin auch nicht damit einverstanden, dass jeder mittlerweile Angst hat, öffentlich Kritik zu äußern. Und was mich am meisten stört, diese Politik der öffentlichen Hand teilt die Bevölkerung. Sie spaltet die Bevölkerung, als ginge es nur darum, das Prinzip des Divide et Impera, was bedeutet teile und herrsche, zu vervollkommnen. Und wenn ich mir dann meine persönliche Situation von oben ansehe, muss ich an das Motto von Mao Zedong denken, der sagte, bestrafe einen, erziehe Hunderte. Und daher frage ich Sie alle, wie konnte es so weit kommen, dass die Bevölkerung derart gespalten ist? Wollen wir das wirklich? Dass das die neue Normalität ist? Wollen wir nicht wirklich, dass es trotz der Erkenntnis, dass am Ende des Lebens immer der Tod steht, wieder so wird wie im Sommermärchen 2006? Ich wünsche mir Politiker, Beamte und Richter, die dem Bürger die Angst nehmen und die Meinungsvielfalt fördern und die dafür sorgen, dass gerade die kritischen Köpfe ernst genommen werden und vor Sanktionen oder Beleidigungen geschützt werden. Willfährige Mitläufer gibt es in jeder Gesellschaft schon genug. Wenn man sich nun die zentrale Norm des Infektionsschutzgesetzes, den § 28 Absatz 1, anschaut, stellt man fest, dass diese erstaunlich unbestimmt sind. Darin heißt es, dass Behörden die notwendigen Schutzmaßnahmen verhängen können, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. Kürzlich wurde noch ergänzt, sie kann insbesondere Personen verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, oder nicht nur unter bestimmten Bedingungen zu verlassen oder von ihr bestimmte Orte oder öffentliche Orte nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu betreten. Hierauf
werden nun in vielen Bundesländern unterschiedliche Ausgangsbeschränkungen gestützt. In unionsrechtlicher Sicht müssten die deutschen Gerichte auch prüfen, ob die Weigerung des Bundestages, die Feststellung der epidemischen Lage aufzuheben und die daraus resultierenden Beschränkungen mit den Vorgaben des Unionsrechts vereinbar ist. Die Frage, ob es in Deutschland im März oder April eine epidemische Lage von nationaler Tragweite gegeben hat, interessiert dabei zunächst nicht. Denn diese Frage wird erst im Rahmen von Staatshaftungsverfahren relevant. Fest steht aber, dass wir derzeit keine epidemische Lage von nationaler Tragweite haben. Meines Erachtens verstoßen sämtliche Corona-Beschränkungen, soweit sie nicht wirklich gegen tatsächlich Erkrankte richten, gegen das höherrangige Unionsrecht. Dass keine epidemische Lage nationaler Tragweite besteht, ergibt sich sogar aus einem aktuellen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 16. Juli 2020, Aktenzeichen 1 BVR 1541 aus 20. Ich zitiere: Das momentan erkennbare Infektionsgeschehen und die intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten lassen es in Deutschland derzeit nicht als wahrscheinlich erscheinen, dass die Situation der Triage eintritt. Das ist eindeutig. Ich habe in meiner letzten Rede die Meinung geäußert, dass die Gewaltenteilung in Deutschland defizitär ist. Diese Äußerung hat viel Zustimmung erfahren, auch von und insbesondere von Juristen, die im Bereich der Verwaltungsgerichtsbarkeit fehlende Objektivität bemängeln. Gerne lasse ich mich eines Besseren belehren. Helfen Sie uns bitte allen mit verloren gegangenes Vertrauen in die drei Gewalten zurückzugewinnen und den Grundrechten zu ihrer vollen Wirksamkeit zu verdanken. Dankeschön, alles wird gut. Ihr lieben Polizistinnen und Polizisten, für diesen Mann werden wir irgendwann mal ein Denkmal bauen. Denkt daran, schließt euch an. Ja.